Hallo, Hallo. Skarabas. Der liebe Skara. 11 Steine für so eine 4 Meter lange Wand. Ich glaube, so eine Sturzfalle ist immer noch die erotischste. Skarafalz, wie war's spielen? Habt ihr ja ein bisschen 7 Days to Die gespielt? Voll toll. Voll tollig. Das ist ganz okay, Skarafalz. Es war nur so eine Frage. Ich wollte mich nicht aufdrängen oder sowas. Alles okay. Das nächste Mal dann. Das ist ja nicht so schlimm. Alles gut. Ben, wir bekommen Besuch. Ben Boy. Ben. Ja, viel Spaß. Oh. Ja, viel Schau mal. Spaß. Was wird denn das? Der will an unser Essen. Das hab ich gekocht. Ich sag's dir. So, ins Gesicht. Einer ist platt. Ach, die kann man anlocken? Ja, so mehr oder weniger. Ich habe jetzt nicht gedacht, der liefert knallhart zu dem Essen rüber, ne? Ich glaube, die andere, die wollten ein bisschen was andeuten, weil die genau beim Eingang in unserer Hütte stand. Okay. Ach, ihr zockt immer noch. Yeah. Dann komme ich vielleicht später noch dazu. Magst du viel essen? Ah, mit Ben, das läuft super. Ich mache noch die Falle hier. Holz Beinchen. Also, ich hole mal ein paar Stöckchen jetzt erstmal. Naja, das kannst du. Ja. Ich mach mal so eine Art Minilager, damit man nicht alles rumliegen, Jojo, finde ich super. lassen. Das ist lange Satz rumliegen lassen müssen. Jetzt sehe ich es, du bist blutüberströmt. Wasch dich Ja, ich meine, ich muss überall. mich waschen. Skara, fast wenn du noch zuschaust, wer hostet nochmal bei euch? Weil du kannst doch nicht so mit so vielen Leuten dann hosten und sowas, da ruckelt doch alles dann. Oder geht das? Ich glaube, bei mir sind es 5, 6. Hallo, Cloyd! Hallo! Moin! Die Krombacher Kästen, die es Alter! braucht, um den Wald wieder aufzuforsten. Ich hoste. Ach, Skara, Du fast musst auch hoste. rufen, wenn du den Baum fallen lässt. Ja, Alter. Baum fällt. Danke. Gerufen wie ein echter Holzfäller. Baum fällt. Baumfall. Das Das stelle ich mir auch auf dem Schießstand lustig vor. Ich würde jetzt gleich werden Schütze fallen und hier ist gerade noch Sprengung. Wäre cool, wenn er weg weggeht, das stimmt. Liebe Cloyd, wir müssen noch zusammen mal eine kleine Runde Raft spielen. Ich habe gesehen, du hast das heute wieder gespielt. Ich hoffe, da kommt bald mal ein Update raus, ne? Oder halt einfach ein Ende, wäre ja auch toll. Möchtest du die Leute zu ihrem Glück zwingen, weil du es ein Ja, bisschen das bist? stimmt, das mache ich immer. Ich möchte mich, ich tue jeden Menschen mich so aufhetzen. So. Magst du mit mir spielen? Bitte. Bitte spiel mit mir. Sonst spielt keiner mit mir. Naja, aus Mitleid vielleicht. Ja. Oskar, fass doch nicht in Ruhe. Wie könnte es dann schon auch so machen? Grill. Also eine Falle habe ich schon mal Start, klar. Ist mir doch Was jetzt, Start scheißegal. oder klar? Start halt. Geil. Geil, ne? Sieht aus wie ein primitives Katapult. Das stimmt. So. Ist das nicht ein bisschen nah an unserer Basis? Ja. Ja. Ah. Ich glaube, es ging nicht an dich. Das ist mir schon klar, aber das Geräusch hat so abgepasst. Ja, Kann man hier hochklettern? Kann man die Server auslösen? Geil, okay, lass mal ausprobieren. Oh, liebe Kleut hat noch das Ding. Oh, bist du reingeflogen? Nee, ne? Ich Flyen. hab doch gerade gesagt, ich probier's mal aus. Ach so, du warst es. Hörst echt gut zu. Ja, ich muss 5 Sachen auf einmal tun. Ich bin ein Mann, hör mal. Warst du das? Scheiße. Schön sprechen, bitte. Ich weiß.
Kann man deine Stimme überhaupt höher machen? Ja, kann man. Man kann die erste Reihe machen und kann es dann draufsetzen. Ich höre zu! Thomas wirft einen Stein auf den Vogel. Ja. Oh, da kommt ein Vogel. Hallo, Vogel. Oh, der ist durch mich durchgeflogen. Komm her, Piepatz. Er ist Geschichte. Er ist Geschichte. Essen gut, alles gut. So, liebe Kleut. Ja, genau. Du hast noch die Originalversion von damals. Hm, die ersten. Damals im Krieg? Als wir noch jung und knackig waren. Jetzt bin ich verwirrt. Was wollte ich? Achso, Fallen bauen. Jetzt. Thomas wollte das Fallen bauen. Mhm, Fallen wollte ich bauen. Mhm. Und weißt du auch warum? Für die Tiere. Tiere? Nee. Also ich kann das Skarafas. Lass dich nicht ärgern von den Zombies. Mein Fuß juckt. Jetzt wirst du die Zombies auch noch arbeitslos machen. Kratzen, waschen, was ich dran gewöhnen, Thomas. Hier, kannst das letzte Stückchen essen. Bin satt. Ach, du bist so lieb. Thomas darum zu, wenn er sich am Fuß kratzt. Verdammt. Ich brauche hier noch ein Bäumli. Bäumli? Ein Bäumli. Ich tu mal so einen Einkaufswagen machen. So. Einkaufswagen. Einkaufswägelchen. Könnte der liebe Herr Warrior Stories mal schnell schauen, wie man einen Bogen macht? Einen Bogen bei The Forest? Jo. Nee, bei PUBG bitte. Ich wusste, dass du das sagst. So. Alles wäre aber auch cool, so ein Crafting-Menü. Bogen, Bogen. Ja, ich crafte mal eben eine M4. Muss ich noch eine Schmiede bauen und. Bogen, ein Stock, ein Stofffetzen und ein Seil. Ah, okay. Das mit dem Seil wird problematisch, aber kriege ich später hin. Weil ich der Röhrig bin. Und um den Bogen zu benutzen, brauchst du Pfeile. Nope, das ist jetzt aber harter Tobak. Das ist jetzt aber sehr überraschend, ne? Das ist wirklich sehr überraschend. Schade, dass man keine Steinschleuder machen kann. Das wäre doch mal interessant. Hab ich schon. Ach, die gibt's? Die gibt's. Wusste ich gar nicht. Doch, die gibt's. Ja, merkt man. Oh. Hast du gesehen? Nee. Da ist was hochgebackt. Ich zieh gerade eine Kette vor. Der Baumstamm. Der Baumstamm war ja ganz geil, oder? Ja. Sven, was machst du? Was machst du? So, wir brauchen nur 1440 Steine. Nur? Ernsthaft? Das ist ja ein Riesending. Warum 1400? Bist du bekloppt? Du sagst mir so, willst du einen Steinmauer bauen. Aber doch nicht so eine, das Ding ist ja eine chinesische. Bist du noch ganz knicke? Ja doch, die Chinesen der Neuzeit, warum nicht? 1400. Das sind doch. Und ich war noch sparsam beim Grundstück abstecken. Okay. Hui. Ja, immer wenn wir mal wieder einen Stein ansammeln, können wir den ja da rein tun. Ja, gute Anschauung. Meinst du, das dachten sich die Chinesen auch? Ja. Wenn man so einen Kieselstein finden, einfach dazu tun. Also Jungs, wenn ihr schon mal vorbeiläuft, nimm mal einen Stein mit. Nimm mal einen Stein mit. Ja. So, ich gehe mal runter noch in diese Kisten hier. Und Kisten hier, sage ich hier, in diese... 1000 Steine. 1400. Du hast so viele am Boden liegen, aber die kann man nicht aufheben. Ja. B
Spinner, du. Wenn du hier so... Nicht nur die komischen Steine, die du so aufheben kannst, sondern wenn du wirklich so... Ne? Felsen abbauen könntest oder so. So. Mit der Spitzhacke und so. Stoff haben wir. Jo, genau. Also. Jo, hast du mal einen Stoff? Ich hab das Geld. Hast du meinen Stoff? Wie macht man nochmal einen Bogen? Stecken. Stock, Stofffetzen und ein Seil. Yeah! Soda, Medizin, Alkohol. Hallo, oh, hier geht's ja auch runter. Thomas? Ja, ich? Kannst du theoretisch an deinen Bogen auch Zähne dran machen? Oh, weiß ich nicht. Guck mal. Ah, ich hab jetzt nichts mehr. Ich hab. Oh doch, warte. Nee. Aber man kann den wohl pimpen, oder? Oder was kann man hier machen? Handgemachter Bogen mit Licht. Mit Licht? Oh, das ist ja cool. Okay, nur habe ich jetzt keine Taschenlampe am Start. Weil ich der Röhrig bin. Aber ist so ein handgemachter Bogen der beste oder gibt's noch weitere? Nee. Was ist denn das hier? Müll. Ach, das sind Fische. Fischi. Fisch? Okay. Der Einsatzzweck ist vorrangig das Jagen von Tieren bzw. das Bekämpfen von Mutanten. Du kannst gerade brennbare Pfeile machen. Thomas. Ich hab Pfeile. Brennbare. Brennbare? Ja. Hat ich ja noch nie gemacht. Da brauchst du normale Pfeile und dann brauchst du noch Stoff und Alkohol, oder? So steht, man kann einen Pfeil, der im man kann, ja, ist ja gut. Man kann einen Pfeil, der im Bogen ist, mit L anzünden und erhöht damit den verursachten Schaden. Okay. Das Verwenden eines brennbaren Pfeiles benötigt einen Stofffetzen. Also wenn du ihn angelegt hast, wahrscheinlich einmal L drücken und dann ist der angezündet und dein Stofffetzen ist weg. Das, was BL sagt. Genau. Das, was Birdie sagt. Das war mir irgendwie klar, dass er das sagt. Deswegen bin ich nicht zu verwundern. Sag mal, Thomas, jetzt stell dir mal vor, du fliegst gerade da mit dem Flugzeug und mit David und er stürzt ab und auf einmal ist ein wildfremder Mann, der David wegnimmt. Was würdest du tun? Zumindest mal nicht beim Amt anrufen, dass ich kein Kindergeld mehr bekomme. Genau, auf einer einsamen Insel, ja. Richtig. Also hören Sie mal, ich weiß, Sie verstehen mich jetzt nicht so ganz, aber David geht's gut. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, was würdest du tun? Ach, ich würde total austicken, Mann. Wenn du Papa bist und so, also das ist da hört der Spaß auf. Oh. Da hört's auf. Wir haben wieder Besuch. Besuch, ich komm. Ich war nur kurz auf dem Boot. Du kommst gerne. Hm, das stimmt. Warst du alleine auf dem Boot? Ich war kurz allein auf dem Boot, das stimmt, ja. Du tut egoist. Mir leid. War das egoistisch? Ja. Ja. Stimmt. Ja, stimmt. The Forest. Moderner Bogen-Location. Aber die beschnuppern mich gerade nur. Okay. Brauch noch eine halbe Minute. Los, lauf in die Falle, du Bob. Du siehst so blöd aus. Danke. Ich bring noch ein paar Steine mit, ich hab gehört. Er hat's gemacht. Aber wenn du die in eine Falle reinlockst, ist natürlich Bombe. Hab ich gemacht. Willst du noch was wissen, Thomas? Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Wenn du zur Basis hinläufst, da zu deiner Rechten. Genau, der. Mach ein Krankenhaus. Danke, weil ich habe keine Power mehr gehabt. Aber wie sieht's mit Medikamente bei dir aus? Zwei dürfte ich noch haben. Okay, passt. Drei brauchst du hier. Ich hab mal so ein Ding probiert, wo du hier so 50 Blätter am Boden legst, die kannst du anzünden, aber die brennen halt wirklich nur so 50 Sekunden. Ah, okay, das ist nichts, nee.
Das ist kein wenig. Du kannst sogar die Kettensäge mit der Taschenlampe dran machen. Stimmt. Ich stelle mir so vor, wie so ein verrückter Ehre mit einer Kettensäge rumrennt, mit einer Flaschenlampe drauf. Ja. Mit der Flaschenlampe. I got power. Das wird jetzt Copyright. Das ist, ja. Urheberrechtlich geschützt. Bitte tun Sie den Ton aus. Du bist urheberrechtlich geschützt. So gut wie stimmt, du siehst, gibt es doch keinen Unterschied, oder? Eigenkreation, das ist doch urheberrechtlich geschützt, oder nicht? Na, weißt du, wie teuer das ist? Oh, ich glaub, also ich noch nicht, mal... sagen wir es mal so. Noch nicht. So, was können wir denn hier basteln? Ich brauche halt ewig viele Tiere. Wie heißt denn das? Deklarieren. Deklarieren? Ja, Fremdwort. Wärmeanzug. Gibt's da Wildschweine hier? Nee. Wildschweine? Soll ich gucken? Ja, wäre mir neu. Oder, Ben? Nö. Was denn? Wildschweine? Hast du dir schon mal in den Spiegel geguckt? Ja, aber das ist ein geiler Schwein, kein Wildschwein. Wildschweine gehören zu den feindlichen Tieren und wurden mit einem Update hinzugefügt. Wenn sie getötet werden, kann Fleisch von ihnen entnommen und ihr Kopf kann gesammelt werden, um aus ihnen eine Dekoration zu machen. Mein Kind ist der Gekoles von Wildschweinkopf. Ja, die gibt's in der Nähe des Schneebiums. Oh, okay. Das weiß natürlich der feine Herr wieder. Aber die sind von Haus aus aggressiv. Die greifen, die pixen dich einfach spontan. Okay, Schweine. Ja, das sind sie. Wie sieht's mit deiner Knochenrüstung aus? Ziemlich knochig. Sehr knochig. Gerade habe ich zwei Balken. Wenn ich kann gleich noch was fasseln. Ah, ich habe eh keinen Stoff. Jetzt, wo ich Geld hätte, hast du keinen Stoff mehr. Ja, ganz schlimm, ich weiß. Hast du Hunger? Drei Viertel voll. Moin. Ich tu mal was aufhängen. Oh, du warst ja richtig fleißig. Fische hast du auch am Start. Ja, ich habe ein paar Fische erstochen. Schweinerei. Man hat das letzte Mal geregnet. Ist das gut oder eine Schweinerei? Ich mag Bens Sprüche. Das ist kein Spruch, das ist mein voller Ernst. Das macht mir am meisten immer Angst, wenn er das sagt. Ich mag Ben. Wenn er schläft? Generell. Okay. Magst du Ben? Wenn er schläft. Generell. Generell. Sollen wir noch eine Falle machen oder denkst du, das ist okay so? Weil wir können ja währenddessen immer die Dinger wieder aufbauen. Von mir aus können wir ja erst mit Fallen zuspannen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Bevor die da sind, sind 20 Fallen schon reingerannt. Ja, dann machen wir halt noch eine. Weil das ist alles halt die günstigste Falle halt auch. Ja, für das andere braucht man Zeil und so einen Scheiß. Eingelegte Tomaten. Eingelegte Tomaten?